Unser Planet besitzt zwei Seelen. Ein äußeres und ein inneres Antlitz. Eine Licht- und eine Schattenseite. Millionen Jahre nach der Geburt des Planeten wurden Wachstum und Verfall zu zwei Seelen. Auf der Lichtseite entstand neues Leben. Die Schattenseite erstarrte im ewigen Eis. Die Lichtseite erschuf neues Leben. Alles entwickelte sich prächtig. Angst und Hass beherrschten die Schattenseite. So entstanden Gut und Böse. Während am Ende der Zeit des Kreislaufs von Gut und Böse die 13. Stunde schlägt. In einem Titel, der dritte ist in der sogenannten Quintet-Trilogie, nämlich Terranigma oder Tenchi Soso, wie es im Japanischen geheißen hätte. Ja, grüß Gott, meine Damen und meine Herren, und willkommen zu diesem Projekt, wozu ich durch Zuschauerwillen genötigt wurde. Durch stetiges Zuflüstern in Kommentaren alter Projekte. Ich muss dazu sagen, es ist lange her, seitdem ich diesen Titel das letzte Mal spielte. Er ist allerdings für mich mit sehr wohligen und schönen, ich sag jetzt mal, Kindheits- bis Teenager-Erinnerungen, geprägt. Warum? Sagen wir es mal so, das SNES war meine erste normale stationäre Konsole. Und ich hatte mir so um die 20 Spiele während der Lebenszeit gekauft für die Konsole. Und meine Eltern meinten dann, Bert, genug des Geldverschwendens, du bekommst kein Geld mehr für Spiele. Und dann war es eines Mal, ich hatte in der Total und in der Funvision, das waren damals Magazine, die wir uns als Kinder kauften, die Nintendo-Spiele featureten, habe ich zwei Spiele gesehen, die mein großes Interesse dann noch einmal erregten. Das eine war Lufia. Ja, damals bekannt, nicht bekannt als Lufia 2, was es eigentlich war, weil wir es hier in Palien nie gesehen hatten. Und das andere wiederum war Terranigma. Und ich habe mich so geärgert, dass es in beiden Magazinen, weil Terranigma für mich das deutlich interessantere war, dass sie immer geschrieben haben, ja, Terranigma, schönes Spiel, aber Lufia, ich habe gedacht, ihr Banausen! Und dann sind wir eines Abends mal zu einem Weihnachtsmarkt gefahren, wo wir schon Jahre zuvor immer mal hingefahren sind oder hingegangen sind. Und wir hatten dort einen Stand, der Spiele verkauft hat, insbesondere Super Nintendo-Spiele und NES-Spiele. Und dort habe ich dieses Spiel dann gesehen und ich hatte Geld, das ich mir vom Mund abgespart habe. Und den Rest des Abends habe ich dann mit fiebrigen Temperaturen, nicht Fieber, weil ich krank gewesen wäre oder sowas, ich hatte auch kein Fieber oder sowas, aber man hat es richtig gesehen, rote Bäckchen beim Bernd, weil ich so enorme Freude hatte, die ich in dieses Spiel gesteckt habe. Deswegen wohlige Erinnerungen.
Ob ich das Ding jetzt zu 100% durchkriege, wage ich jetzt nicht zu behaupten, weil, wie gesagt, die meinen Werdegang hier so ein bisschen verfolgen, ich habe deutlich weniger Zeit als früher, um sie in so ein Spiel reinzustecken. Und auch wenn ich das Spiel diverse Male durchgespielt habe, es gibt so gewisse Sachen, die ich nie so wirklich herausgefunden habe. Und ja, deswegen gehen wir es doch mal an, während der Hauptcharakter hier seine Runden im Startdorf Krista zieht. Wir beginnen mit einem neuen Spielstand. Ansonsten möchte ich Rosi Rosa noch an dieser Stelle mitteilen, falls sie das hier guckt. Dein Vorschlag ist nicht vergessen, ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das mit meinem momentanen Setup hier... Also auf neu. Ah, da geht's. Ob ich das irgendwie zum Laufen kriege, aber nicht vergessen, ich werde mich mal drum kümmern, wenn es soweit ist. So, früher habe ich hierüber gelacht, weil Ark, wer ist denn Ark? Aber wenn es dem Englischen entspringt, dann hat dieser Name sogar eine gewisse Bedeutung. Wir bleiben bei Ark und ich nenne ihn jetzt nicht Bertmad oder in Bertmad um. Während wir beginnen mit dem ersten Kapitel von 5, Versunkene Kontinente. Und an dieser Stelle möchte ich erst einmal fragen, falls irgendjemand noch Interesse dran hat, irgendwelche Kommentare zu schreiben. Kennen das alle dieses gegebenenfalls jetzt gucken? Oder ist es für den ein oder anderen Neuland, wie die Frau Merkel so schön zu sagen pflegte? Du bist nass geschwitzt. Hattest du einen Albtraum? Ja, den gleichen Traum wie jede Nacht. Gern wenig draußen spazieren. Das wird dir guttun. Der Kristallnebel liegt in der Luft. Es ist wunderschön. Vielleicht lässt dich das Wetter deine Träume vergessen. Das ist unsere Kindheitsfreundin Melina. Spielt sie eine größere Rolle oder nicht? Ha. Ihr solltet euch das ein bisschen merken. Also wir können nochmal rumlaufen mit... Moment, ja genau. Ahaha. Also wie gesagt, das ist das dritte Spiel innerhalb einer quasi nicht so wirklich offiziell miteinander verbundenen Trilogie. Man sagt noch, es ist eine Trilogie. Das erste ist Soul Blazer, das zweite war Illusion of Gaia oder Illusion of Time und das dritte hier Terranigma. Na, Ark hat Melina dich wach geküsst. Liebe muss schön sein. Eins sprach der Weise. Die Kristalle im Nebel sind die Tränen der Oberwelt. Was er wohl damit meinte... Den Teddybären. Ah, ich mag die Details hierbei. Oh, die wilde Raufbande. Rede mit mir. Der Glücklicher, ich hätte auch gern einen Freund, eine Freundin wie Melina. Hey. Mich hört, bist du gestern wieder ausgerastet. Du hast die Hühner in die Weberei getrieben und das Kürbisfeld verwüstet. Du bist ein echter Abfahrer. Ja, man hat's, glaube ich, eben im Intro so ein bisschen gesehen, was Ark letztens gemacht hat. Ark, meinst du, ich kann auch mal mit Melina ausgehen? Für 500 Rubel vielleicht. Mir ist etwas Merkwürdiges passiert, Ark. Als ich an der blauen Tür vorbeiging, hörte ich, wie jemand meinen Namen flüsterte. Unheimlich. Vielleicht war es Melina. Besser. Hallo, Hilfe. What? Die Tür muss aus irgendeinem Grund blau sein. Ark tritt näher. Moment. Halt! Wer hat dir erlaubt, diese Truhe zu berühren? Sind meine Medikamente drin? Man hat sich über dich beschwert. Du hast gestern die Hühner in die Weberei getrieben. Alles wurde verwüstet. Ich liebe diese Pseudo-Auswahlen hier. Entschuldigung, tut mir... Ich habe Entschuldigung gemacht, nicht tut mir leid. Tut mir leid, aber es ist einfach über mich gekommen. Ich habe mit den Hühnern Fußball gespielt. Dabei ist es passiert. Dann geh jetzt und entschuldige dich bei den Webern. Klar! Nur wenn ich dann an deine Medikamente darf, vielleicht. Oder vielleicht ist es auch erst deswegen passiert. Hi. Auch ich möchte den Kristallnebel sehen. Doch man sagte mir, dass mich dann der Blitz trifft. Das sind nur Geschichten. Blitze gibt es gar nicht. Ist das ein Gasherd? Ist das umweltfreundlich? Achso, oh, ich kenne es jetzt, dass das ein Kochtopf ist, der dort hin und her wabert. Hallo Ark, du kannst mir beim Kochen helfen. Gib mir bitte den Krug dort drüben, er enthält Gewürze. Den hier, den man wie in Zelda aufheben kann, Fräulein hier. Ups. Was soll das? Soll ich dich wieder in Ketten legen? Während ich auf dir sitze? Was? Nein. Das habe ich gesehen, Ark!
Ja, sie hat auch am Hintern ihre Augenlider. Naja, was soll's. Gehen wir mal ein bisschen aus diesem Haus heraus, wo der Ark wohnt, im Haus des Weisen. Warum er beim Weisen wohnt? Da ist ein Schild! Und Schilder haben normalerweise Text drauf. Aber nicht dieses hier. Da sind nur Comicbilder drauf. Rede mit mir, Kerl! Rede er! Ruhe, ich angle. Ich weiß nicht, es sieht irgendwie für mich mehr aus wie ein Wasserfall, wo er drauf sitzt, aber nun gut. Man kann Dinge sehen, die der blaue Kristall widerspiegelt. Ich kann Personen und Orte sehen, die ich nie zuvor sah. Oh, ich kann jetzt Orte sehen, die wir vorher auch noch nie gesehen haben. Und zwar diesen feinen Händler hier. Willkommen, wie kann ich helfen? Wir können hier eine Knolle zum Lebenspunkte regenerieren kaufen, wenn wir Geld hätten. Eine größere Knolle zum Lebenspunkte. Aber die größte Knolle nicht. Das ist ein Gegengift für Vergiftung oder Gegenvergiftung. Und das hier ist eine bessere Waffe, einen Stock. Ich weiß nicht, wie er heißt. So lange her. Und eine bessere Rüstung als das, was wir gerade tragen. Aber wir kriegen kein Taschengeld vom Weisen. Und wir dürfen auch seine Medikamente nicht auf dem Schwarzmarkt in diesem Brunnen verkaufen. Der keinen Schwarzmarkt enthält. Ich rede nur Bullshit. Aber, ja, ist halt das Problem. Wer hat die Kuttenträger denn hier ins Dorf gelassen? Die sehen ja verboten aus. Kristalle bergen einzigartige Zauber in sich. So wie Magier verstehen es, diese Zauber in Ringen oder Medaillen zu bannen. Und sie sind trotzdem scheiße. Ja, wir werden sie wahrscheinlich nicht allzu oft einsetzen. Doch Kristalle besitzen magische Kräfte wie Ferne Branka. Bringst du sie mir, also die Ferne Branka-Flasche, entfache ich ihre Kräfte und wandle sie in Zauber. Ja, so, jetzt hau ab, du hast nämlich noch kein Kristall. Das Magiesystem ist ein bisschen seltsam. Man kann Kristalle in diesem Spiel finden, wenn wir einmal so einen Kristall... Wie gesagt, ich rede jetzt gerade so viel, weil ich keinen blassen Schimmer habe, ob es Leute gibt, die das... Kann man hier auch durch? Nein. Ob die das Spiel schon kennen oder nicht? Oh, das Orakel. Ark! Du, ich werde in deine Zukunft schauen. Nächsten Donnerstag läuft Alf. Etwas Schlimmes wird geschehen. Du wirst eine lange Reise antreten. Ja, sonst wäre das Spiel ja auch zu kurz für das Geld, was wir damals dafür bezahlt haben. Über 120 Mark. Also, diese Kristalle sind quasi unsere Magiepunkte, die wir aber als Währung benutzen, um Ringe oder Medaillen zu kaufen, die man einsetzen und verbrauchen kann, um Zauber zu wirken. Ich hoffe, ich konnte es erklären. Hey, Ark, spiel mit mir! Komm, wir spielen durch einander gehen. Wir können immer ineinander gehen. Die Clipping-Fehler finde ich wunderschön. In diesem Wohnsitz fein, da gehe ich jetzt rein. Ark, bitte bring den Kindern keinen Unfug bei. Gestern erst haben sie hier alle Krügel zertrümmert. Schade. Ich meine, gut, sei nicht ich, aber egal. Oh Ark, ich hatte diesen grässlichen Traum. Ich träumte, jeder hier würde sich in Eis verwandeln. Welche Geschmacksrichtung drin, denn? Ich hoffe nicht Nutella. Ja, sie kocht gerade gar nichts. Oh! Vielleicht ist es auch ein Mülleimer statt Krug, aber der ist bestimmt nicht aus Plastik, sondern aus Stein, so wie er zerdeppert. Ich darf nicht nach draußen gehen. Der Kristallnebel liegt in der Luft. Tut er das nicht immer? Ich meine, der war gestern, lag der doch auch in der Luft. Und es sind andere Kinder, die genauso aussehen wie du hier draußen. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Mit dem Springen. Manchmal sehe ich etwas in diesem Teich. Es sieht aus wie Kontinente. Was es wohl zu bedeuten hat. Ja, bedeutungsschwangeres Spiel, das hier. So, bevor wir in dieses... war das hier die Weberei? Ich glaube, das war die Weberei. Wir warten auf Melina. Sie wird später mit uns spielen. Okay, vorher muss ich mit ihr spielen. Oh, sie spielen. Ich wünschte, ich könnte so springen wie du, Ark. Ja, guck mal, aus dem Stand höher als deine Frisur hoch ist. Ark, hast du gesehen, wie hoch ich springen kann? Das war gar nichts. Guck mal hier, zack, zack, zack. Sag, was ist das denn für eine Züchtung? Hallo, ich bin der sprechende Kürbis. Willst du ein A kaufen? Nein, ich habe kein Geld. Ich hoffe, der Kristallnebel schadet dem Kürbisfeld nicht. Aber dem Salatfeld, weil der ist viel zu gesund. Weg damit. Nein, lass mir das mal bleiben.
Ich weiß es gerade gar nicht, ob man hier... das ist die Mühle. Hallo, ich bin Jenso, der Müller. Ich mahle Korn, um Mehl für das Brot zu gewinnen. Zu doof, dass wir hier keine Bäckerei haben. Oder vielleicht ist die hier mit eingebaut. Oh, du bist es, Alk. Ich habe gestern zu viel getrunken. Nun habe ich einen dicken Kopf. Ich trinke nie mehr. Hast du ein Wodka dabei? Ich brauche unbedingt was. Ja, man kennt es ja. Man kennt es ja. Nie wieder Alkohol. Außer für die, die wirklich abstinent leben. Nehme ich mir hin und wieder auch mal vor, aber ab und zu überkommt's mich dann doch. Kann man hier irgendwas... Nein, es ist eine Wand. Oh, Moment. So. So, wenn wir kein Brot zum, keine Bäckerei zum Backen haben, dann brauchen wir auch kein Korn und dann können wir uns den Strom sparen. Die Möhre da stehen still, wie konnte das passieren? Moment, der Hebel ist oben. Ich habe Gehirnzellen. Ich war's während des Halbschlafs. Nicht wirklich. So, gehen wir mal hier hin in die Weberei und entschuldigen uns. Aber zuerst machen wir etwas mehr Chaos. Was ich tue? Ich sticke kleine nette Bilder auf Kleidungsstücke. Ninas Webstücke scheinen besondere Fähigkeiten zu besitzen. Ich möchte einmal eine Kunstweberin werden, so wie Melina. Merkt euch die Dame hier. Was ich tue? Ich sticke kleine nette Bilder auf Kleidungsstücke. Achso, das ist selber Text wie eben. Okay. Okay, die teilen sich alle ein Sprachzentrum im selben Gehirn oder sowas. Ah, die Schränke kann man nicht aufmachen. Hallo. Hallo, Ark. Melina befindet sich unten. Sie soll etwas für den Waisen weben. Die weise Waisenkleidung. Hallo. Hallo. Na gut, ich wollte schon sagen, wer, warum, weshalb lagert Kisten außerhalb, wenn man die Kisten auch in diesem Raum aufstellen könnte? Weil vielleicht spielen die ja auch ganz gerne Krugball oder so etwas, sodass sie diesen Platz, des Platzes bedürfen. Oh, ein kleines Hundestatue-Dingchen oder sowas. Ich nehme an, das soll eine selbstwiegende Waage oder sowas sein, oder? Kennt jemand Chrono Trigger? Das Ding sieht aus wie diese komischen Mega, wie diese Mutanten im letzten Dungeon. Diese Dinger, die hinteleportiert werden und sagen, wah. Ark, ich hörte von deinen Taten. Du solltest dich entschuldigen. Ach so, ich muss mich bei deiner Mutter entschuldigen. Du schon wieder! Du willst doch nicht wieder Ärger machen, oder? Wenn doch, dann kannst du gleich wieder gehen. Nee, wir entschuldigen uns. Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe es gestern etwas übertrieben. Du entschuldigst dich? Das ist eine Überraschung. Weißt du, die Weberei bedeutet uns sehr viel. Ich hoffe, du bist in Zukunft etwas rücksichtsvoller. Ja. Wenn wir eine Reise tun, dann sind wir eh bald hier weg. So, aber wie wird der Beginn dieser Reise eigentlich aussehen? Und was hat es mit dieser blauen Tür auf sich? Das erfahren wir in der nächsten Episode von Let's Play Terranigma, würde ich mal sagen. Nichts zu machen, die Tür lässt sich nicht öffnen. Und das, obwohl sie nicht einmal ein Schloss hat. Ark, du kommst gerade recht. Der Weise ist ausgegangen. Wir wollten noch etwas ausprobieren, diese blaue Tür. Die Tür, die sich nicht öffnen ließ. Wir wollten sie sehen, was dahinter ist. Wir haben alles versucht, doch sie lässt sich einfach nicht öffnen. Ark, willst du es probieren? Dann fahren wir beim nächsten Mal. Ciao.